Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part. Wir haben einen Stollen gefunden, haben einen Diamanten gefunden und einen zweiten gesehen, aber es gab zu viel Lava und ich finde kein Wasser. Also ich möchte ja lieber gerne dort wieder hinkommen. Wir gehen einfach jetzt wieder zurück. Ich muss mich aber um Essen kümmern. Wir werden mal Karotten essen, hä? So. Aber nicht alle Karotten. Ich muss dann wirklich auch Weizen, also Brot essen. Es ist wirklich wenig hier. Also es ist. Die haben wir jetzt geplündert vor, also im ersten Part. Und ja, es war nicht so viel drin, diese Core. Da diese Magical Core. Ich müsste jetzt eigentlich wieder nach oben kommen, irgendwo. Ich glaube, ich werde mal hier nach oben graben. Mal schauen, ob was ist. Vielleicht hier vorne. Aber ein Skelett höre ich da auch. Ja, da ist das Skelett. Zum Glück nur einmal getroffen. Ein Bogen, der ist meistens beschädigt, nehme ich jetzt mal nicht mit. Ja. Ist jetzt wirklich gerade. Ja, die Bugs mit den Flammen, das ist irgendwie ein Mod, den ich eigentlich immer wieder benutze, vielleicht Optifine. Also, ja, kann man nichts machen. Speckstein, jetzt muss ich kurz schauen. Bisschen denken. Eigentlich hier rechts dann irgendwann mal. Aber hier unten waren wir nicht. Ich tu mal hier trotzdem hingehen. Wow, ein Rucksacktypen, ein Rucksackzombie, das ist ja mal wirklich toll. Dankeschön dafür. Nein, ich wollte eigentlich zumachen, aber nee, Zombies kommen trotzdem rein, weil das ist einfach toll, dass wir einen Rucksack haben, aber viel zu viele Sachen drin. Also, wir machen mal ein tiefes Loch und werfen das Zeugs rein, hä? Aber wie soll ich jetzt das machen? Ich mache mal alles Stein rein. Einfach mal reinlegen. Machen wir mal den Feuerstein auch rein. Salz nehme ich lieber mit. Ja, das will ich schon dabei haben. Verrottetes Fleisch. Und dann tue ich mal das, was ich jetzt wirklich gar nicht brauche, reinlegen. Petomete brauche ich jetzt auch nicht. Ja, kann man das mit meiner Spitzhacke? Ja, es geht kaputt. Ihr seht es. Mal B drücken. Nein, das ist Wegpunkt. Auszurüsten, wenn man schleicht. Ich will so ihn einfach abbauen. Ein Fisch. Ja. Brauche ich nicht. Also jetzt mal wieder ein bisschen gut überlegen. Ja, toll. Mit leerer Hand, aber ich habe jetzt gerade nichts. Dankeschön, aber mit leerer Hand. Jetzt lasst es mal. So kleiner Raum.
So, jetzt alles reinlegen. Und jetzt richtig abhören. Hä? Ja, Holz nicht. So. Ja, ich werde wirklich die Sachen nochmal holen dort. Wir haben ja genug Platz im Inventar. Ja. So. Jetzt werde ich aber das nehmen, was nicht so. Das reicht gut. Und nochmal reinlegen. Es ist wirklich ein bisschen umständlich mit dem Rucksack. Es gibt bessere Rucksack-Mods. So, ah, Diamant lieber auch mitnehmen. Ich hoffe, der Rucksack haltet es auch aus. So. Also, ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Mod der ist, vom Backpack-Mod. Ah, Better Storage, okay. Ja, da kenne ich eigentlich auch, aber Rucksack habe ich irgendwie nie benutzt. Von dem Mod. Da lieber die Better Storage-Sachen, die anderen Sachen. Ich finde wirklich kein Wasser, ich finde keine neuen Erze, also Erze, die besser sind, außer ein Diamant. Und ich finde, ja, einfach hilfreiche Sachen finde ich da noch, was es alles noch gibt. Finde ich nicht. Lieber, ja, Golderz, nehme ich wirklich noch nicht mit. Ach, da muss man wirklich nicht hin. Aber er weiß ja nicht, dass man da nicht hin soll. Tja. Und ja, das Essen geht auch wieder bald weg. Pff, das ist ein Höllenlabyrinth. Ein Höllenlabyrinth. Also weg von den Spinnen und dann wieder nach oben. Irgendwo war ja der Weg. Aber ich bin jetzt einfach weggelaufen. Ich hätte nicht weggelaufen sollen. Hä? Ah, das ist das Ding, Spinnenzeugs gewesen. Also, lieber wieder zumachen. Und muss ich doch noch eins hören? Hier ist nichts höher. Ja, schon ein wahnsinniges Abenteuer. Ich hoffe, es unterhaltet euch noch ein bisschen. Ist halt immer zufallsbedingt, was wir finden, wie schnell. Und ja, zeigt aber, dass wir doch viel mehr Spaß haben können. Dann später, oder? Schwerer Start, besser. Später Fund. Wenn wir danach ein bisschen besser ausgerüstet sind. Bis wir besser ausgerüstet sind. Ja. Ja, hier ist der Ofen wieder. Ziemlich ganz am Anfang wieder. Hm. Ja, dann nehme ich das mit. Wir haben ja jetzt wieder Platz im Inventar. Sonst kommen wir doch nicht mehr hier hin. Also. Da unten können wir vielleicht dann noch schauen. Ich gehe mal nach links jetzt. Also hier war ja nichts, oder? Ja. Ey, nervig. War es nichts? Wieso können Stollen manchmal so ein bisschen einödig sein? Ja? Dann sollte ich swimmen langsam, hä? Ich den Monster nach. Hier ist wenigstens etwas, was wir noch nicht erkundet haben. Ja, ich habe keine Axt.
da waren wir aber. Da müssten wir gewesen sein, ja, das wieder. Also ich gehe jetzt da, wenn nichts ist. Vicky Stripman. Ja, einfach weiter, mein. Aber anders sieht wieder. Muss es jetzt gerade anders. Ja, Speckstein. Speckstein, Speck, Speck, Speck. So, wieder an der Süd. Ja, jetzt geht es ein bisschen langsamer. Kann ich wieder ein bisschen erzählen, was ich noch so plane. Ja, wir müssen... Ja, was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr keinen Strom hättet? Kein Metall, also Eisen schon, aber ja, nicht so brauchbar. Wenn ihr keine Matratzen hättet... Ja, okay, ein Bett könnt ihr schon. Aber so zum Beispiel etwas Bequemes hätten so. Was würdet ihr machen? Also ich will jetzt wirklich zuerst auf Essen und auf Schlaf, also Wasser, Schlaf, die drei Sachen achten. Weil das sind einfach mal die Grundbedürfnisse und ich würde sehr viel erkunden, weil ich will sofort irgendwas Spaßiges haben. Ich werde natürlich nicht irgendwie Krieg machen mit anderen. Monster aus dem Weg gehen. Ich muss sofort aus dem Weg gehen. Weil ihr seid ja ein Mensch und das ist eine Spielfigur und die darf ja wenigstens ein bisschen sterben aus dem Hardcore-Modus. Ich komme hier nicht weiter aus einem Backgrund von einem Mod. Und das will ich so ein bisschen planen. Also nur ein bisschen Holzhäuser bauen, weil ja, wie es halt auch schwer ist, Steinhäuser dann bauen und so weiter. Und das ein bisschen mehr einrichten, schöner einrichten. So langsam Deco-Craft beginnen dann. Und so weiter, hä? Das wäre wirklich eine Säge, eine Schüssel, also so eine Spachtel. Und was gibt es noch? Hammer, erst später so ein bisschen entdecken, wie am besten der machbar ist, gell? Jo. Weil ich glaube, es ist auch schwer zu machen, Diamant. Ich glaube, für die Säge von Microblocks nötig oder vielleicht auch aus Eisen. Ja, aber ich finde wirklich keinen Diamanten. Sind wir überhaupt hoch genug? Ja, ich gehe ein bisschen runter, hä? Jetzt. Bist so nah? Was weiter oben gewesen. Geh mal zu kurz zur Spinne. Also, wir müssen nochmals eine... Ja, toll. Nicht so blöde hinsetzen. Wo ist es da? Alles ganz rechts, nicht so gut erkennbar. Ein einziger brauche ich natürlich noch, um eine neue Spitzhacke zu haben. Wunderbar. So, Katze wackelt an Tür. Ich ein bisschen abgelenkt. Die will natürlich immer rein, weil ich natürlich der Netteste bin, der auch ein bisschen um die Katzen kümmert. Andere haben mehr Arbeit. Ich darf nicht arbeiten, weil ich sonst wieder Schwächeanfälle bekomme. Ein Herz. Toll, weißt du, alles weggegraben. Oh, da kommt ein heftigst. Zum Glück gefährdet sich nicht abgelenkt jetzt gerade. So. Ja, Weizen, ja. So, wunderbar. Also, wir haben eine Höhle, aber wir gehen nicht in die Höhle. Das ist gefährlich. Ist zu gefährlich. Ah, toll, ich habe jetzt wieder nicht gedacht. Also, alles runter tun. Ich muss eine freie Hand haben.
alles wieder rein. Ne? Ich tue jetzt mal Specksteine mitnehmen. Ist ein bisschen laut jetzt gerade. Wieder leise machen. Ich habe doch das ausgewählt gerade. So. Ah, zum Glück bin ich so oben nicht frei. So. Nein, das nicht. So, jetzt richtig. Ich muss jetzt das auch erst lernen, richtig abzubauen. So, wunderbar. Also ein Eimer unbedingt wichtig. Und ja. Zweite Erz lieber dann nehmen. Und hier haben wir noch einen Kaktus. Also in welchem... Ja, ich muss noch weiter runter, im 10. oder im 9. Ja, 8. So. 10. Das Reste nehme ich nicht mit. Jetzt bin ich aber im 9. Ja, im 9. ist auch gut. Weil hier sind halt Lava, sehen noch ein bisschen... da, aber ich sehe sie auf der Mine. Also, gehen wir wieder ein bisschen weiter weg. Kann doch nicht sein, dass es einfach mal alles weg ist. Alles weg. So blöde, blöde. Ja, lieber so Erze aus Baumsublend, dass wir jetzt gar nicht so für die Gegenstände bauen, eher für eine andere Welt, glaube ich. So fliegende Inseln mit Pilzen. Ja, da werden wir auch mal hingehen, natürlich. Und wird auch nicht so lecken, hoffentlich. Nur ohne Fastkraft leckt das dann richtig stark. Weil es sind halt alles nicht ganz so optimierte Gegenstände. Kupfer? Aus welchem Ort? Marikultur, okay. Ja, fischen wieder, fischen. Ganz schnell fischen, Turbofischen. Also ich hätte jetzt ein Haus gerne gebaut im 2. Part, aber wenn es nicht kommt, tut mir es halt leid. Das ist der Zufall. Der himmlische Zufall. Oder der teuflische Zufall. Und ich sehe schon wieder die Spitzhacke, also wir müssen eine Werkbank machen oder zurücklaufen. Also so viel Kobber nehme ich jetzt nicht mit. Ich will mich jetzt auf Diamanten konzentrieren. Und da muss ich zuerst auch mal wieder zurückkommen. Müssen wir ja die Minimap mit benutzen. Keinen Redstone mitnehmen, keinen Redstone. Viel Redstone. Machen wir ein Specksteinhaus. Eine Speckschwarte. Ja, Lapis Lazuli wäre natürlich auch gut. Basalt! Machen wir ein Basalthaus. Ich finde es toll. Basalt ist ein schöner Stein. Zwar nicht ganz dunkel, aber ja, ist ja auch nicht so wichtig, ganz dunkel. Dann sieht man nicht die Einzelheiten, oder? Aber so Basalt, ja. Ah, ich habe übrigens Flat Bedrock drin, also der Bedrock wird natürlich nicht so weit oben sein. Ja, also vergessen wir den Diamanten. Ich muss wirklich nach oben langsam. Ja. Wir gehen nach oben. Der Drager muss nach oben. Und die anderen aus dem Raumschiff hiefen. Sie haben einen Schock bekommen. Wer ist denn der Pilot gewesen? Luca? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Novolem. Der rast so immer. Oder der Genex. Ja, genau, der Genex. Also machen wir nochmal eine Spitzhacke, damit wir noch hochkommen.
und schauen. Ich hoffe, dass es nach Tag ist. Nein, ich hoffe nicht, dass es noch ist. Das darf ich nicht hoffen. Ja, Spitzhacke. Ah, da gibt es auch wieder ein neuer Gegenstand. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Riemen. Irgendwas. Zum Klettern. Das ist ein Leiter. Mit einfach nur zwei Seitenstreben, die nicht verbunden sind. Irgendwas. Also wir sehen es, wir sind nicht allzu weit weg, aber es darf doch nicht Nacht sein. Dass man Nacht nicht sieht, weißt du? Ui. Es geht wieder runter. Marmor. Amora, Marmora. Kreide. Also ich kann euch wirklich tolle Sachen zeigen. Die Erze brauche ich, die Sachen muss ich dann aber auch haben. Speckstein. Zum Beispiel das Detaillieren dann mit Microblocks. Also ich habe das früher, als das erste Feed the Beast war, wo es die Atomexplosionen gab, gemacht haben und dann plötzlich aufgehört haben, weil keine Lust mehr gehabt haben. Schade, ich höre natürlich da nicht auf, aber ja, ist natürlich nicht so nett, oder? Wenn da plötzlich Leute dann eine Atomexplosion machen. Eine Nuke. Und das habe ich sowieso im Mods auch nicht drin. Weil ich will ja nur bauen, ich will ja nicht zerstören. Zerstören ist mir nie gelegen. Im Sandkasten sogar. Ich nie irgendwas jemandes zerstört. Von mir wurden viele Sachen zerstört. Aber ich habe auch immer wieder gebaut und war nicht wütend, dass es plötzlich wieder weg war, oder? Deshalb bin ich auch nicht so traurig, wenn halt irgendwas mit Bugs plötzlich immer abstürzt. Oder das ist bei Minecraft so. Also es muss mal wirklich ein AAA, also AAA Entwickler, ein Minecraft machen, das wirklich von A bis Z bugfrei ist und auch etwas für die Motte machen, damit sie nicht so viel machen, vor allem Skripten. Bei Skripts, da werden einfach immer wieder Fehler generiert, also automatisch Fehler kommen dann. Und deshalb, ja, gibt es so Sachen, Abstürze und so weiter. Da sind wieder die vielen Pinguine. Hey, hab's gar nicht gesehen von hinten, der Rock, also das Dunkle. Das ist Pinguine sind vor allem, denkst du in einem Herbstwald an Pinguine? Nein. So, hier ist es noch. Das ist genau das, was ich auf der Minimap gesehen habe. So, der erste Versuch, Land zu gewinnen. Mit dem Hasen. Ja, es wird leider Nacht. Scheiße. Also machen wir eine kleine Höhle. Ja. Aber wo? Es ist alles ein bisschen dunkel dann am Tag. Ja, ich muss mich runtergraben. Boah, das muss das sein? Ich gehe in die andere Richtung. Rennen aber. Weil dann die spawnen die hoffentlich auch. Ja, hier. Schön hier. Also gut. So. Und ABG machen. Und jetzt mal das Wichtigste dahin platschieren. So. Dann können wir eigentlich auch noch hochbauen und dann dort ein kleines Aussichtsplattflümpchen machen. Ja, jetzt habe ich hier gar nichts zum Brennen.
Also, das werden wir im nächsten Part dann machen. In diesem Part werden wir noch ein bisschen. Oh, grüner Stein haben. Ja, wir können eigentlich einen Garten machen hier drin. Weil wir haben Dreck. Und Häuschen. Ah, Bauxit. Marikultur. Aha. Also noch eins tiefer. Dann mal Erz. Erde. Ich immer mit Erz. So. Erde haben wir jetzt. Also haben wir immer noch schon gehabt. Bisschen. So. Und in diese Richtung noch ein bisschen mehr. So. Und hier können wir das Wasser hin tun. Und jetzt eine Räche, eine Hacke machen. So. Ja, ich wollte es eigentlich nicht als Eisen machen. Hab's aber doch gemacht. Erde. So. Weil es haltet einfach viel mehr aus. Soll ich Bauxit? Also ich weiß jetzt nicht, für was verwendbar ist. Ich tue jetzt mal Andesit weg. Und dann. Nein, ich wollte es nicht aufnehmen. Blödes Zeug. So, jetzt. Weizenkörner brauche ich doch. Der alte Mann braucht Weizenkörner. Schon 30 geworden am 25. Mai. Tja. Also, das muss sprießen. Müssen wir im nächsten Part etwas anders machen. Hoffentlich irgendwas finden. Wenn Tag ist dann. Und. Ja, alles mal reintun. So, Karotten vielleicht noch anpflanzen dann morgen. Bisschen größer machen. Und ja, das war's mit dem zweiten Part. Dankeschön und gebt mir bitte Feedback oder so. Weil, ja, ich muss mich auch wieder ein bisschen dran gewöhnen, auch dass ich jetzt ein Standmikrofon habe. Ich hoffe, es ist alles gut. Die Stimme ist klar. Weil ich auch wieder ein bisschen gedreht habe. Richtig gedreht habe diesmal. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Es steht nicht so gut. Es war das NT von Rode. USB. NT-USB. Jo. Also. Dankeschön. Und ja, der dritte Part kommt sicher nächsten Tag. Tschüss.